Wie konnte das schon wieder passieren? Das letzte Mars Chroniken Starship Update ist schon wieder fast 5 Monate her. Es wird wieder höchste Zeit, dass wir einen ganz genauen Blick nach Boca Chica werfen und schauen, was SpaceX dort so treibt. Die heutige Ausgabe widmet sich voll und ganz den Entwicklungen der letzten Monate. SpaceX hat seinen Vorsprung so weit ausgebaut, dass sie keine Probleme damit haben, ihre direkten Konkurrenten zu unterstützen. Wir schauen uns heute an, wann denn der Starship Orbitalflug stattfindet, was sich im zweiten Starbase in Florida tut und welche Designänderungen am Starship Super Heavy Trägersystem stattgefunden haben. Und ja, Elon Musk hat in einem Schreiben an die US-Börsenaufsichtsbehörde Eminem zitiert. Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars-Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Zirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Wie immer beginnen wir das Starship-Update mit der neuesten Grafik von Brandon Lewis, die uns wunderbar den Baufortschritt der einzelnen Prototypen zeigt. Das Schiff 22 hatte wohl die kürzeste aller Raumschiffkarrieren, die man haben kann. Direkt nach ihrer Fertigstellung wurde das Schiff zum Starship-Lagerplatz gebracht und pensioniert. Hier stehen übrigens auch Booster 5, S15 und 16 sowie einige Testtanks, die alle ausgedient haben, aber noch nicht verschrottet werden. Bin gespannt, was mit diesen Geräten passieren wird. Was denkst du? Das Schiff 20 hat ein wesentlich aufregenderes Leben. Nach unzähligen Tests wurde der Hitzeschild mehrfach repariert. Ständig fallen einzelne Kacheln ab oder brechen bei Tests. Teilweise werden Kacheln beschädigt, wenn das Schiff nur bewegt wird. Der Hitzeschild von S24, hier in diesem Zelt zu sehen, sieht schon wesentlich ausgereifter aus. Die Erkenntnisse aus den Prototypen bisher werden hier implementiert. Denn für den orbitalen Testflug von Starship braucht SpaceX unbedingt einen voll funktionstüchtigen Hitzeschild. Eine einzige defekte Kachel könnte schon katastrophale Folgen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre haben. Dieser Testflug wird bereits mit den neuen Raptor 2 Triebwerken stattfinden, die viel leistungsfähiger und verlässlicher sind. So Elon auf Twitter am 21. März. Bis April habe SpaceX 39 flugtaugliche Raptor 2 Triebwerke. Dann brauchen sie noch einen Monat, um die Triebwerke zu montieren, bevor der Testflug dann hoffentlich im Mai stattfinden kann. Wer die Entwicklungen ein wenig verfolgt hat, der weiß, dass die aktuell auf dem Testgelände befindlichen Prototypen des Schiffs und des Boosters mit der ersten Generation der Raptor-Triebwerke ausgestattet sind. Diese Tatsache schließt den 420er-Stack von der Teilnahme an einem Testflug aus. Mittlerweile hat sich 420 oder 420 zahlreichen Cryo- und Betankungstests unterzogen. SpaceX wird versuchen, so viel wie möglich aus diesen Prototypen zu lernen, bevor sie wieder abheben. Wenn man aber den Faktor für Elon-Zeit einbezieht, dann könnte der Testflug ein oder zwei Monate später stattfinden als Mai. Denn dafür braucht SpaceX nicht nur Triebwerke und flugtaugliche Prototypen, sondern auch die Fluggenehmigung der FAA. Der Federal Aviation Administration, das ist die US-Luftfahrtbehörde. Diese informierte die Öffentlichkeit am 25. März über eine weitere Verspätung in der Beurteilung der Lage in Boca Chica. Die Hauptgründe dafür sind offiziell die große Anzahl der Meinungen, die dazu bei der Behörde eingelangt sind, die alle betrachtet werden müssen. Aber auch der komplexe Sachverhalt ist ein ausschlaggebender Grund. Manche munkeln hinter vorgehaltener Hand, dass die FAA die Vergabe der Starship-Fluglizenz so lange hinauszögern wird, bis SLS geflogen ist, damit Starship nicht vor dem SLS einen Orbit erreichen kann. Fällt mir persönlich irgendwie schwer zu glauben. Was denkst du? Schreib es mir in die Kommentare, ob es hier mit rechten Dingen zugeht oder nicht. Das neue geplante Datum für die Veröffentlichung der Entscheidung ist der 29. April. Wir sehen also, dass es nicht an der FAA liegt, dass Starship noch nicht zum Orbitalflug angetreten ist. Selbst wenn SpaceX die Lizenz heute schon hätte, wären die Prototypen nicht bereit. Also komm runter und entspann dich. Und es hat schon seine Berechtigung, dass die Öffentlichkeit in diese Entscheidung mit einbezogen wird, denn ihre Sicherheit und ihre Zukunft ist betroffen. Man muss da wohl eine ausgewogene Balance finden, welche Risiken man gewillt ist einzugehen, um die Starship-Fähigkeiten zu erlangen. Genug über Lizenzen geplaudert. Schauen wir uns einmal die Hardware genauer an. Beim letzten Update vor beinahe einem halben Jahr hatte der Turm gerade mal seine volle Höhe erreicht. Mittlerweile sind die Fangarme des Turms in Betrieb. Ich dachte, dass das Schiff an den vorderen Steuerflächen hochgehoben und auf den Booster gesetzt wird. Aber bei genauerem Hinsehen konnte ich erkennen, dass da ordentlich Luft zwischen den Armen und den Steuerflächen ist. Ich habe dann Rücksprache mit Ove von SpaceX 3D Creation Eccentric und Chris von Schiffersoft gehalten und wurde erleuchtet.
Danke euch Jungs für eure Einblicke. Uwe hatte sich dazu bereits schon vor einigen Wochen Gedanken gemacht und sogar schon eine brillante Animation erstellt, die uns ganz genau zeigt, wie die Arme funktionieren. Wenn die Fangarme einen Booster fangen oder anheben sollen, ist dort Platz für die Zapfen, die am Booster angebracht sind, für eben diese Zwecke. Wenn die Arme ein Schiff heben sollen, rastet ein zusätzlicher Arm mit einem Kontaktpunkt ein. Am Schiff selbst befinden sich unter den Steuerflächen Ladepunkte. Genau dort haken die Kontaktpunkte ein und schieben sich in Position. Ebenfalls am Kontaktpunkt befinden sich jeweils zwei Kameras, die zur dreidimensionalen Ausrichtung dienen. Irgendwie simpel, aber auch kompliziert und genial. Um das Schiff noch präziser bewegen und platzieren zu können, verfügen die Arme noch über einen zusätzlichen Haken auf beiden Seiten weiter unten, die dabei helfen, das Schiff in alle Richtungen auszurichten. Diese verfügen ebenfalls jeweils über zwei Kameras. Ich weiß nicht so genau, ob sich die Arme mit Hilfe der Kamera selbst ausrichten können oder ob im Moment noch Menschen an den Hebeln sitzen und das steuern. In Zukunft wird das vermutlich ganz automatisch funktionieren müssen. Hier sehen wir das Schiff 20 mit allen vier eingehakten Ladepunkten. Es ist unglaublich, wie präzise dieser gigantische Turm diesen Koloss von Starship auf dem Booster positionieren kann. Um noch kurz beim Startturm zu bleiben, der Versorgungsarm oder kurz QD für die Schiffe wurde seiner Stabilisierungsarme entledigt. Ob das vorübergehend ist oder ob das nur passiert ist, damit man etwas umrüsten kann, weiß ich leider nicht. Aber wir werden es wohl rechtzeitig sehen. Im Endeffekt wurde S20 insgesamt zweimal auf B4 gestapelt. Mittlerweile wurden beide Teile des Trägersystems vom Starttisch entfernt. Sie haben wohl ausgedient. Es hat mich sehr gefreut. Ich wünsche eine angenehme Rente. Die nächsten Kandidaten, die fliegen werden, sind vermutlich B7 und S24. B7 wird über 4 Triebwerke mehr als B4 verfügen. Also 33 statt 29 Triebwerke. S24 wird wahrscheinlich vorerst weiterhin über 3 Meeresspiegel und 3 vakuumoptimierte Raptor-Triebwerke verfügen. Später wird auch das Schiff 3 zusätzliche vakuumoptimierte Triebwerke erhalten. Ich habe bei den Tests einige Sachen entdeckt, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Zuerst diese Bilder, die die Prototypen bei einem Test zeigen. Im Hintergrund zieht der Sternenhimmel vorbei, beziehungsweise die Erde rotiert und erweckt so die Illusion, dass der Himmel vorbeizieht. Finde ich irgendwie cool anzusehen. Das zweite ist dieser Schornstein, durch welchen der überschüssige Stickstoff abgelassen wird. Schaut einmal, was für eine große Menge an Eis sich hier gebildet hat. Weiß nicht genau, was du mit dieser Info anfangen sollst. Manchmal kann man einfach auch mal einen Anblick genießen, ohne großen Sinn dahinter. Auch richtig cool ist diese Drohne, die gegen die Nebelschwaden zu kämpfen scheint. Nach den Tests mussten Mitarbeiter Hand an der Versorgungsverbindung anlegen, um die Verbindung zu lösen. Das müsste normalerweise automatisch funktionieren. Da die Mitarbeiter hier mit Brecheisen andrücken mussten, schließe ich daraus, dass es wohl Probleme gegeben hat. Das ist aber nur eine Vermutung von mir. Hier sehen wir, dass Mitarbeiter den Quick Disconnect des Schiffes oder kurz QD von innen reinigen. Was ich mich frage, ist, wie viele Verunreinigungen im Treibstoff sein können, ohne dass die Triebwerke Probleme bekommen. Weißt du das zufällig? Dann schreib es mir in die Kommentare. Übrigens, beim Destacken von 420 war zum ersten Mal die Straße nicht gesperrt. Mittlerweile ist man sich wohl ziemlich sicher, dass alles funktioniert. Nach dem Destacken fanden weitere Betankungstests des Boosters statt, bevor auch dieser vom Starttisch entfernt wurde. Jetzt stehen B4 und S20 getrennt auf dem Testgelände. Sie werden vermutlich zum Starship Rentnergarten gebracht, wo sie über die weiteren Entwicklungen wachen werden. Du kannst dich schon langsam an diesen Anblick gewöhnen, denn SpaceX plant 1000 Starships zu bauen. Diese werden zumindest teilweise auf verschiedenen Starship-Parkplätzen herumstehen, wenn sie auf Missionen warten. Es wurde auch der Tank Crusher zum Testgelände gebracht. Ich weiß nicht genau, welcher Prototyp damit auf Herz und Nieren getestet werden soll. Vermutlich aber B4. Es wäre schon cool, wenn B4 bis zur Belastungsgrenze getestet würde. Dieser Tank Crusher kann Belastungen wie im Flug simulieren, ohne dass der Booster abheben muss. Aber wir werden uns wohl noch ein wenig gedulden müssen, um zu sehen, was sie damit vorhaben. Ich nenne diese Abdeckungen für die Triebwerke gerne Motorhaube, denn sie schützen die Triebwerke vor ihrer eigenen Wucht und man kann einzelne Triebwerke zugänglich machen, indem man einfach die betroffene Stelle abnimmt. Wie bei einem Auto auch. Was mich auch ein wenig irritiert hat, war, dass dieses Steuergitter nach den Tests verdreht war. Warum, kann ich dir leider nicht sagen.
auch nicht, ob das gewollt war oder nicht. Bevor wir zur Entwicklung von Starbase 2 in Florida kommen, möchte ich dir noch etwas erzählen. Kannst du dich erinnern, als Elon vor einigen Wochen vom Time Magazine zur Person des Jahres gekürt wurde? Während diese Ausgabe des Time Magazine schon lange nicht mehr im Handel erhältlich ist, kannst du sie gemeinsam mit tausenden anderen Magazinen und Zeitungen in der Readly App lesen. Readly unterstützt freundlicherweise die heutige Ausgabe. Ich kann mir brandaktuelle, aber auch ältere Ausgaben von Magazinen und Zeitungen herunterladen und lesen, ohne dass ich jedes Exemplar extra besorgen muss. Das geht ganz einfach mit der Readly App. Dank Readly bin ich seit einigen Wochen immer auf dem letzten Stand der Dinge, was Geopolitik angeht. Man kann aber auch aus allen anderen möglichen Kategorien wählen. Egal ob Gärtnerei, was übrigens auch ein großes Hobby von mir ist, oder Kulinarik, Reisen, Technik, Computer oder sonstiges. Und das so einfach und umweltfreundlich, wie man es sich nur wünschen kann. Die Umweltfreundlichkeit ist mir persönlich ein ganz besonderes Anliegen. Denn verlegte bzw. gedruckte Magazine und Zeitungen brauchen nicht nur Platz, sondern kosten auch noch wertvollen Bäumen das Leben. Mit Readly kannst du so viel lesen, wie du willst. Und das mit einem komplett reinen Gewissen. Da man die Magazine auch herunterladen kann, kann man sogar in der Deutschen Bahn unterwegs seine Lieblingsmagazine lesen. Mit Readly musst du nicht mehr zum Kiosk und dich dort erst entscheiden. Du kannst jederzeit alle Ausgaben deiner Lieblingszeitschriften lesen. Wenn du willst, sogar in einer anderen Sprache als Deutsch. Das ist doch cool, oder? Nütze die Gelegenheit jetzt und sichere dir mit dem Link in der Videobeschreibung das erste Monat kostenlos. Und wenn es dir gefällt, dann kostet es danach nur 9,99 € pro Monat. Das ist natürlich jederzeit kündbar, wenn du genug gelesen hast. Also gleich zuschlagen, dir gönnen und ganz nebenbei einen jungen YouTuber unterstützen. Danke dir. Kommen wir zurück zu Starship. Bevor wir nach Cape Canaveral in Florida schauen, möchte ich noch einige Designänderungen am Booster beleuchten und die Infrastrukturprojekte in Boca Chica betrachten. Du wirst es vielleicht schon mitbekommen haben, dass das Design des Boosters eine weitere große Veränderung durchgemacht hat. Wie ich in der Pubertät. Wir wissen ja schon, dass diese schwarzen Tanks, auch COPV genannt, am unteren Ende des Boosters dazu dienen, die Triebwerke anzustarten. Sie wurden dort platziert, um den Schwerpunkt des Boosters niedrig zu halten. Wenn wir den neuesten Booster B7 im Hochschutz betrachten, dann erkennen wir, dass die COPVs nun anders angeordnet sind und dass ihre Schutzabdeckungen komplett anders aussehen. Und wieder haben wir es von SpaceX 3D Creation Eccentric zu verdanken, dass ich euch das so detailliert zeigen kann. Die COPVs sind hier nicht mehr ganz unten nebeneinander, sondern auf eine Seite versetzt in zwei Gruppen übereinander angeordnet. Die zwei Reihen sind in einer Linie mit den versetzten Steuergittern. Das dient ganz einfach gesagt der Effizienz. Damit ist gemeint, dass der Booster so beim Rückflug eine größere Fläche hat, um Auftrieb, aber auch Luftwiderstand zu erzeugen. Das hat zur Folge, dass die Landezündung kürzer wird. Denn der Booster nutzt die Luft, durch die er fliegt, um zu bremsen. Durch die kürzere Landezündung der Triebwerke wird weniger Treibstoff verbraucht. Das wiederum erhöht die Nutzlastkapazität. Die COPVs sind in zwei Gruppen zu je 5 außen am Booster befestigt. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht nur bei der Rückkehr des Boosters Vorteile mit sich bringt, sondern auch beim Aufstieg wesentlich weniger Luftwiderstand erzeugt als die klobigen Abdeckungen von B4. Im Endeffekt ist es eine Abwandlung der Steuerflächen des Schiffes, nur unbeweglich und ganz anders. Was sich auch geändert hat, ist, dass die neue Generation der Booster über Header-Tanks für die Landezündung verfügt. Die Schiffe haben diese Tanks schon von Anfang an. Das sind extra Tanks, die beim Aufstieg nicht angerührt werden, um volle Tanks für die Landezündung zu haben. Übrigens, falls du dich fragst, ob die Falcon 9 Booster über solche Header-Tanks verfügen, nein, sie haben keine Header-Tanks. Beim Rückflug sorgt die Atmosphäre dafür, dass der Booster gebremst wird. Somit sammelt sich der übrige Treibstoff unten in den Tanks. Der Super Heavy Booster wird vermutlich einen anderen Landeanflug durchführen als die Falcon 9 Booster. Könnte aber auch experimentell und temporär sein. Wir werden sehen, ob es wirklich auf Dauer notwendig sein wird, die Booster mit Header Tanks auszustatten. Wenn Falcon 9 ohne auskommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es Super Heavy auch schaffen könnte. Was jetzt kommt, ist keine Designänderung per se. Es ist eher eine Erweiterung des Starship-Designs und deutet schon die ersten Missionsprofile an. Es wurden dieses Quadergestell und dieses Frachtsegment gesichtet. Vermutlich sind das noch Pathfinder. Aber die Idee ist folgende. Und wieder danke Ove für die Animation, die uns einmal bei 1G und einmal bei 0G zeigt, wie Starship in Zukunft die nächste Generation der Starlink-Satelliten aussetzen könnte. Eric X hat auch eine coole Animation dazu veröffentlicht. Dass SpaceX jetzt schon daran arbeitet,
zeugt von großem Selbstbewusstsein. Das ist doch richtig cool, wie diese Satelliten hier einzeln hinausgeschossen werden. Danke Owe und danke Eric X. Die Arbeiten an der Infrastruktur scheinen sich beruhigt zu haben. Highway 4 ist bereits fertig saniert. Und obwohl der Fokus nach Florida gewandert ist, finden in Boca Chica trotzdem noch laufend Erweiterungen der Anlagen statt. Am Testgelände wird im Moment nicht viel gebaut. Der Erdwall, der die Tankfarm von der ehemaligen Landezone trennte, wurde teilweise abgetragen, um Platz für 5 zusätzliche Methan-Lagertanks zu schaffen. Um die Tankfarm herum wird gerade eine Ziegelmauer errichtet. Was ich aber nicht ganz verstehe, ist, warum SpaceX nicht einfach mehr von den eigenen Tanks gebaut hat, anstatt welche anzuschaffen. Vielleicht haben sie im Nachhinein festgestellt, dass sie mehr Tanks brauchen, aber vielleicht erfüllen die Tanks auch andere Zwecke. So viele Dinge, die wir nicht wissen und nur vermuten können. Schaut einmal, wie riesig die in-house gebauten Lagertanks im Vergleich zu diesen Tanklastern sind, die die Verbrauchstoffe liefern. In dieser Ausgabe in der Infobox habe ich recht genaue Zahlen zu den Kapazitäten der Tanks zusammengetragen, wenn du mehr dazu wissen willst. Aus der Vogelperspektive von RGV Aerial Photography erkennen wir, dass hier eine riesige Fläche planiert wurde und für Fundamentsarbeiten vorbereitet wird. Diese in der Erde verlegten Leitungen, die zu dieser Fläche führen, wurden inzwischen zugeschüttet. Das lässt mich denken, dass es sich hier echt um ein fixes Gebäude handelt. Es könnte natürlich sein, dass hier noch ein Zelt aufgestellt wird, aber ich denke, dass SpaceX vermutlich eher eine fixe Produktionshalle inklusive Reinraum baut. Genau wie in Florida auch schon. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob sie nach Fertigstellung dieser Halle beginnen, die Zelte umzusiedeln, um sie in weiterer Folge mit weiteren fixen Gebäuden zu ersetzen, oder ob diese Halle einfach eine Ergänzung zu den Zelten sein wird. Schreib mir in die Kommentare, was du denkst. Man erkennt, dass SpaceX noch immer viele Ressourcen in die Produktions- und Testinfrastruktur in Boca Chica steckt. Was mir das sagt, ist, dass selbst wenn SpaceX niemals eine Startlizenz von der FAA erhält, dass Boca Chica trotzdem ein zentraler Faktor in der Massenproduktion von Starship sein wird. Es könnte auch ohne Startgenehmigung zur Geburtsstätte von Starship werden. Die Schiffe und Booster können dann mit suborbitalen Flügen nach Florida fliegen oder mit Schiffen hinüber transportiert werden. Vergiss nicht, Mars-Chroniken zu abonnieren und auf Daumen hoch zu drücken, um dem YouTube-Algorithmus zu zeigen, dass Raumfahrt für alle ist. Und wenn dir das nicht reicht, kannst du mich auch gerne mit einer YouTube- oder Patreon-Mitgliedschaft unterstützen, damit ich auch weiterhin qualitativen Content für dich produzieren kann. Danke dir! Beim letzten Starship-Update waren gerade einmal die Fundamente der neuen Gigabay gegossen. Mittlerweile naht ihre Fertigstellung. Die Höhe gleicht schon der seines kleinen benachbarten Bruders, dem Hochschutz. Neben der größeren Grundfläche gibt es noch einen Unterschied zwischen den beiden Geschwisterleins. Die Gigabay wird vermutlich keine Bar im obersten Stock besitzen. Eine Bar in der Produktionsstraße sollte reichen. Man soll ja keinen falschen Eindruck bekommen. Apropos Highway, dahinter wird gerade eine Art Feuer- oder Fluchtleiter gebaut. In Österreich sagen wir Feuertreppe, Kulturauftrag und so. Die High Bar oben in der High Bay heißt nicht so, weil man sich dort high macht, sondern weil die Bar selbst high, also hoch ist. Elon ist auch so schon high genug. Und die Mitarbeiter sollten nach Möglichkeit nicht high sein, wenn sie mit schwerem Gerät hantieren. Ich sollte Rapper werden. Aber auch neben der Raffinerie wurde eine große Fläche planiert. Ich kann dir leider nicht sagen, was hier hingebaut werden soll. Da müssen wir uns vermutlich noch gedulden. Was ich dir aber schon sagen kann, ist, dass diese Fläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Testgeländes zum Parkplatz umfunktioniert wurde. SpaceX expandiert so schnell, dass sie laufend Parkplatzprobleme haben. Ich hatte mich schon gefragt, wann sie damit beginnen, die andere Straßenseite zu nutzen. Ach ja. Eine Sache, die mir sagt, dass bald mehr Prototypen zum Einsatz kommen, ist die Lieferung und Inbetriebnahme der neuen SPMTs. Das steht für Self-Propelled Modular Transporter. Diese verwendet SpaceX, um schweres Gerät, um Prototypen Gassi zu führen. Und apropos schweres Gerät Gassi führen. Am Flughafen Brownsville wurde eine der zwei vorderen Steuerflächen von Starship Serie Nummer 8 als Denkmal aufgestellt. Das ist vermutlich ihre Art, die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Starship-Entwicklung in der Gegend zu demonstrieren. Sieht etwas rustikal aus, aber vermutlich gehört das so. Und jetzt schauen wir nach Florida. Genauer gesagt zum Cape Canaveral, wo SpaceX ihre Anlagen erweitert. Irgendwie ist es wie ein Déjà-vu. Wir sehen die gleichen Fundamente für den Bau eines Startturms. Einige Segmente sind schon fertig, aber die Arbeiten haben erst begonnen. Der Turm wird im Endeffekt hier beim Launch-Komplex 39A gebaut. SpaceX
hat hier schon eine große Halle, die bislang für Falcon 9 Booster verwendet wurde. Aber das ist noch gar nichts, wenn man sich die frisch planierten Flächen in der Nähe ansieht, auf denen bald eine zweite Starship-Produktionsstraße entstehen wird. Die Erfahrungen mit dem sumpfigen Boden in Boca Chica helfen sicher bei den Arbeiten mit dem sumpfigen Boden in Florida. Das wird wohl die zweite Geburtsstätte von Starship. Ich bin gespannt, ob sie hier gleich fixe Gebäude errichten werden oder ob sie hier auch vorerst mit Zelten beginnen. Was denkst du? Schreib es mir in die Kommentare. Es stehen hier noch zwei Treibstofftanks aus der Shuttle-Zeit. Und da SpaceX gerne Sachen verwertet, liegt die Vermutung nahe, dass diese Tanks für flüssigen Wasserstoff nun für Methan verwendet werden. Ein Tank hat ein Volumen von 3218 Kubikmeter. Das mal zwei und man hat schon eine gute Ausgangslage. Ich glaube aber, dass SpaceX hier eine massive Tankfarm bauen wird, da Starship garantiert viel öfter vom Cape als vom Boca Chica starten wird. Am Cape steckt noch alles in den Kinderschuhen. Die Texas-Anlage wird im Vergleich zur Anlage in Florida ein Kindergeburtstag sein. Leider gibt es von Florida nicht so viele Bilder und Details wie von Boca Chica, aber das wird sich vermutlich auch ändern, wenn er mal alles ein wenig Fahrt aufgenommen hat. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir uns anderen SpaceX-Nachrichten widmen. SpaceX wollte ja die Falcon 9 Booster etwa jeweils 10 Mal fliegen. Darüber sind wir mittlerweile hinaus. Booster 1060 ist schon zum 12. Mal geflogen und das mit Erfolg. Andere Betreiber schaffen nicht einmal einen einzigen Flug mit ihren Boostern und sie werden die Falcon 9 Booster weiter pushen, um zu sehen, wo die tatsächliche Grenze liegt. Kannst du dich noch an die zwei ausgemusterten Tiefsee-Ölplattformen Phobos und Deimos erinnern, die SpaceX vergangenes Jahr zum Schnäppchenpreis erworben hatte? Nun, obwohl der Fokus momentan gar nicht auf diesen Plattformen ist, wurde Deimos nun vom Hafen in Brownsville nach Pascagoula, Mississippi gebracht. Dort soll sie weiter bearbeitet werden. Aber wie gesagt, das passiert alles nur ganz nebenbei. Und auch ganz nebenbei hat SpaceX einen weiteren Auftrag der NASA gewonnen. Nach einer Ausschreibung hatte die NASA 12 Nachschubsmissionen für die ISS bis 2026 vergeben. 6 davon sind an SpaceX und 6 davon an Northrop Grumman mit ihrer Cygnus-Kapsel gegangen. Da die Antares-Rakete, die für die Cygnus-Kapsel verwendet wird, sowohl ukrainische als auch russische Technik verwendet, muss sich Northrop Grumman wohl etwas einfallen lassen, um diese Mission auch tatsächlich erfüllen zu können. Ich sehe schon, dass sie einfach bei SpaceX einige Falcon 9 Starts kaufen. Genau wie es OneWeb auch getan hat. Nachdem Ariane Spass keine russischen Soyuz-Raketen mehr starten wird, stand OneWeb ohne Startanbieter da. Und Achtung, große Überraschung, sie sind nun auf SpaceX umgestiegen. Das ist schon sehr witzig. Besonders, weil OneWeb mehr oder weniger direkt mit SpaceX's Starlink konkurriert. Zwar zielen sie auf verschiedene Zielgruppen ab, aber trotzdem. Ich finde es auch sehr cool von SpaceX, dass sie OneWeb nicht einfach elendig verrecken lassen. Hätten sie auch machen können. So schlimm das auch klingt, SpaceX profitiert gerade massiv von der aktuellen geopolitischen Lage. Sie haben auch gerade deswegen Preiserhöhungen vorgenommen, sind aber noch immer günstiger als alle anderen. Sie sind aber auch die einzigen, die kurzfristig neue Missionen annehmen können. Kein anderer Anbieter könnte jetzt neue Aufträge annehmen. Aber jetzt sind wir genau dort angekommen, wo ich nicht hin wollte. SpaceX dominiert den Markt gerade so dermaßen, dass sie theoretisch tun und lassen können, was sie wollen. Und das ist nicht cool. Wenn SpaceX ein anderes Management hätte, wären die Preise wohl vermutlich schon viel dramatischer gestiegen. Genau das dürfte wohl auch mit ein Grund dafür gewesen sein, dass die NASA den Kongress überzeugen konnte, doch noch Geld für eine zweite Mondlandefähre locker zu machen. Denn sie wollen endlich damit aufhören, sich ständig neue Monopolisten heranzuziehen. Wir haben ja gesehen, was sie davon haben. Ich feiere die neuen Entwicklungen und Einsichten der NASA. Axiom und Polaris behandeln wir heute nicht, da das den Rahmen sprengen würde, aber dazu kommen bald eigene Ausgaben. Dafür behandeln wir eine ganz neue Entwicklung in dem Streit zwischen der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC und Elon Musk. Dieser Disput läuft seit Elons Tweet im Jahr 2018, als er bezüglich Teslas Privatisierung gepostet hatte, Funding secured, was so viel bedeutet wie Finanzierung gesichert. Die SEC hatte das überprüft und war zu dem Schluss gekommen, dass das nicht stimmt und dass das betrügerisch sei. Elon steht heute noch dazu, dass es stimmt. Damals wurde Elon zu einer Geldstrafe von 20 Millionen US-Dollar verdonnert. So, jetzt geht es aber in die nächste Runde und hier wird es richtig interessant. Damals hatte man Elon genötigt, eine unter Anführungszeichen Vereinbarung mit der SEC einzugehen, nachdem Elon alle seine Tweets betreffend Tesla zuerst absegnen lassen müsste. Elon hatte der Vereinbarung damals zugestimmt, um keine weiteren Probleme für Tesla zu verursachen.
Jetzt, wo Tesla stabil läuft, traut er sich wieder mehr. Wir wissen ja, was für ein Rebell und radikaler Vertreter der Meinungsfreiheit er ist. Am 6. November 2021 hatte Elon eine Umfrage auf Twitter gepostet, ob er 10% seiner Tesla-Aktien verkaufen sollte. Jetzt untersucht die SEC genau diesen Tweet und hatte Elon vorgeladen, bei einem Gericht in Manhattan dazu auszusagen. Natürlich widersetzte sich Elon bereits mehrfach, denn er ist der Meinung, er habe das Recht, sich frei zu äußern. Sein Anwalt Alex Spiro schreibt in einem Dokument an das Gericht, der erste Verfassungszusatz verlangt, dass Behörden vorsichtig vorgehen, wenn es um verfassungsmäßige Rechte geht und nicht versuchen, irgendwelchen neuen Theorien nachzugehen, die ihre Autorität auf Kosten der individuellen Freiheit erweitern. Vergleiche Eminems Lied Without Me aus dem Jahr 2002, wo sich Eminem auf die FCC, die Federal Communication Commission, die US-Kommunikationsbehörde, bezieht. Dieser Vers wird im Schreiben vom 29. März für die SEC abgewandelt. The SEC won't let me be or let me be me, so let me see. They try to shut me down. On MTV geht es im Lied dann weiter. Auf Deutsch bedeutet das etwa, die FCC bzw. die SEC lässt mich nicht in Ruhe oder lässt mich nicht sein, wie ich bin. Also mal sehen, deswegen haben sie versucht, mich abzudrehen. Der Hintergrund dazu ist, dass ein Radiosender damals mit einer Geldstrafe belegt wurde, weil sie Eminems Lied abgespielt hatten und die FCC hatte das Gefühl, es wäre offensiv oder beleidigend. Die Strafe musste dann aufgehoben werden, weil das nicht verfassungskonform gewesen war. Wer Mars-Chroniken länger schaut, weiß, dass ich mein Herz auf der Zunge trage und gerne die unangenehme Wahrheit sage. Und genau deswegen bin ich schon seit meiner Kindheit einer der größten Eminem-Fans. Jetzt, wo Elon Eminem in einem offiziellen Dokument zitiert, vereint das zwei meiner größten Idole. Dazu äußerte sich Elon natürlich auf Twitter und schrieb am 29. März: Ich meine, wir sind im Grunde identisch. Ein paar Unterschiede vielleicht. Damit meint er sich selbst und Eminem. Ich weiß ja, warum ich diese Person so hart feiere. Im Jahr 2021 gehörte ich auf Spotify zu den obersten 1% der Leute, die Eminem hören. An dieser Stelle muss ich jetzt etwas loswerden. Was hältst du von dieser witzigen Auseinandersetzung? Wer hat recht? Muss Elon echt jede Aussage bezüglich seiner Unternehmen absegnen lassen oder hat die Meinungsfreiheit hier Vorrang? Und was sagst du, soll ich euch in Zukunft öfter mit Eminem-Zitaten beglücken? Schreib es mir in die Kommentare. Schnelle Erinnerung, dass wir deutschsprachigen Hashtag Team Space Creatoren uns zusammengeschlossen haben und jeden Montag auf einem unserer Kanäle einen Talk veranstalten. Jeweils zu verschiedenen Themen. Nächste Woche sind wir wieder bei Senkrechtstarter. Die letzte Ausgabe der Astronomischen Einheit fand hier auf Mars-Chroniken statt. Alle Infos dazu natürlich in der Videobeschreibung unten. Bevor wir zum Schluss der heutigen Sendung kommen, noch die kurze Erinnerung, dass du mit dem Link in der Videobeschreibung einen kostenlosen Probemonat bei Readly erhältst. Also gleich zuschlagen. Danke fürs Einschalten. Per aspera, ad astra.